Liebe Zuhörer, wir haben eine Meinungsumfrage zum Thema Schule in unserem Kurs durchgeführt. Es ging um die Themen Ganztagsschule, Hausaufgaben, ja oder nein, oder ob die Grundschule bis zur 6. Klasse andauern soll. Es gab viele verschiedene Meinungen zu diesen Themen, die möchten wir euch jetzt hören lassen. Es gibt ja hin und wieder die Meinung, man sollte Ganztagsschule einführen. Was ist deine Meinung dazu? Na, ich fände es nicht so toll, weil man dann halt so spät nach Hause kommt und dann halt auch irgendwie wenig Zeit hat für seine Freizeitbeschäftigungen. Das heißt, es fehlt dann für die Freizeit. Gut, außerdem gab es die Meinung, man sollte Hausaufgaben abschaffen, weil die Schüler schon so viel in der Schule machen. Was denkst du darüber? Ja, irgendwie Hausaufgaben, naja, wir kriegen auch nicht so oft welche auf, aber man muss ja halt immer lernen und da halt hat man wahrscheinlich immer Hausaufgaben und da ist wahrscheinlich sinnlos. Das heißt, sie sollten bleiben, dass die Schüler immer wieder was für die Schule machen. Und es wurde überlegt, ob man die Grundschule bis zur 6. Klasse verlängern sollte. Ist ja in manchen Bundesländern schon so. Was denkst du darüber? Ja, ich würde es vielleicht besser finden, weil für mich war es auch schwer, nach der 4. Klasse zu entscheiden, auf welche Schule ich gehen will und so. Und ja, da hat man dann halt noch länger zum Nachdenken. Und du glaubst, das kann man dann, wenn man die 6. Klasse hat, besser entscheiden? Ja, man ist halt auch älter und ich denke, das ist besser. Gut. Kommen wir zur ersten Frage. Was hältst du vom Thema Ganztagsschule? Na, ich finde es eigentlich relativ gut, weil dort wissen auch einige, dass sie die Hausaufgaben auf jeden Fall gemacht haben und ich finde es eigentlich wirklich gut. Gut. Außerdem wurde auch überlegt, ob man Hausaufgaben abschaffen sollte. Findest du, dass das sinnlos ist? Nö, aber weiß nie, eigentlich sind Hausaufgaben manchmal ganz okay. Hin und wieder ganz nützlich, dass wir es für die Schule tun. Gut. Und was findest du, sollte die Grundschule bis zur 6. Klasse verlängert werden? Nö, ich finde das schon so okay mit bis zur 4. Klasse. Was hältst du vom Thema Ganztagsschule? Naja, ich finde es eigentlich schlimm, weil ich will eigentlich Freizeit haben und die Hausaufgaben kann ich auch zu Hause machen oder abends. Irgendwelche Vereine, fußballmäßig und so. Das macht mir mehr Spaß als Ganztagsschule. Das heißt, du hättest nicht mehr genug Freizeit. Ja, so ist es. Es wurde auch überlegt, Hausaufgaben abzuschaffen, dass Schüler mehr Freizeit haben. Was denkst du darüber? Hausaufgaben sind meiner Meinung nach manchmal langweilig, aber ich finde es auch wichtig, damit man noch in der, also irgendwas zu Hause auch mal macht. Dass man sozusagen die Schule nicht vergisst. Ja, sozusagen. Also manche Hausaufgaben sind zwar übertrieben, zum Beispiel so welche langfristigen oder so, aber manche sind doch leicht und die finde ich dann auch gut, dass wir Hausaufgaben komplett zu dem nie abschaffen. Gut. Es wurde überlegt, also die Grundschule bis zur 6. Klasse zu verlängern. Findest du das richtig? Nö, also bis zur 4. reicht schon. Gut, du bist der Meinung, man sollte sich dann schon entscheiden können zwischen den zwei Schultypen. Ja, warte. Also bei mir hat es jetzt gepasst, ich bin zwar in der Realschulabschluss und es ist alles gut eigentlich. Kommen wir zur ersten Frage. Was hältst du vom Thema Ganztagsschule? Finde ich gut. Warum? Weiß nicht, weil man viel machen kann. Kinder werden beschäftigt. Du meinst also, dann haben die Kinder was zu tun. Es wurde auch überlegt, Hausaufgaben abzuschaffen, weil die Schüler ja sonst keine Freizeit mehr haben. Was denkst du darüber? Das finde ich natürlich super. Also Hausaufgaben, gut, die Eltern sagen, man braucht Hausaufgaben, aber stimmt schon mit der Freizeit. Es wurde auch überlegt, die Grundschule bis zur 6. Klasse zu verlängern. Das wurde in manchen Bundesländern schon umgesetzt. Was denkst du darüber? Weiß ich nicht. Ich kenne nur, dass die Grundschule bis zur 4. geht. Ich weiß nicht. Was hältst du vom Thema Ganztagsschule? Gar nichts. Du bist also der Meinung, Ganztagsschule sollte nicht umgesetzt werden? Eigentlich schon. Das heißt, du bist der Meinung, man hätte dann zu wenig Freizeit? Ja. Außerdem wurde überlegt, Hausaufgaben abzuschaffen. Findest du das gut so? Ja, finde ich sehr gut sogar. Würdest du zu Hause noch etwas für die Schule machen? Nö. Schlecht für deine Noten. Es wurde auch überlegt, die Grundschule bis zur 6. Klasse zu verlängern. Das wurde in manchen Bundesländern so umgesetzt. Was denkst du darüber? Keine Ahnung. Ist ja also eigentlich egal. Ja. Kommen wir zur ersten Frage. Was denkst du über das Thema Ganztagsschule? Dass es anstrengend ist, den ganzen Tag in der Schule zu hocken. Das heißt, du bist der Meinung, es sollte nicht umgesetzt werden. Genau. Es wurde auch überlegt, Hausaufgaben abzuschaffen, dass die Schüler mehr Freizeit haben. Wie findest du das? Sehr gute Idee. Würdest du dann zu Hause noch etwas für die Schule machen? Vielleicht. Sehr klare Antwort. Bist du der Meinung, dass die Grundschule bis zur 6. Klasse verlängert werden sollte? Nö. Also ich finde es gut, nur bis zur 4.
Wie findest du das Thema Ganztagsschule? Was denkst du darüber? Finde ich nicht sehr gut, so einen ganzen Tag in der Schule zu sitzen. Das heißt, du hättest zu wenig Freizeit. Genau. Es wurde auch überlegt, Hausaufgaben abzuschaffen, weil die Schüler schon so viel in der Schule sind. Wie findest du das? Naja, nicht so gut, weil sonst... Also man muss ja zu Hause auch was machen, von Schule her. Das heißt, du würdest die Schule sonst zu Hause vergessen? Ja, schon. Und die Noten würden drunter leiden. Egal. Außerdem wurde überlegt, die Grundschule bis zur 6. Klasse zu verlängern. Das finde ich sehr gut. Weil das wollte meine Mutter irgendwie auch, dass ich das mache. Sozusagen, dass du mehr Zeit hast, zu überlegen, ob du Gymnasium gehst oder nicht. Genau, ganz genau. Es geht ums Thema Ganztagsschule. Was hältst du davon? Ich finde es nicht so okay, weil die Schüler dann weniger Freizeit haben und, ja, keinen Spaß haben. Und du keine Lust hast, so lange in der Schule zu sitzen. Ganz genau. Es wurde auch überlegt, Hausaufgaben abzuschaffen, dass die armen Schüler mehr Freizeit haben. Wie findest du das? Das finde ich super, weil ich echt zu Hause teilweise sitze und sage, ich habe keinen Bock und auch die Lehrer deswegen ziemlich lange ärgere. Würdest du zu Hause noch etwas für die Schule machen? Nein, dafür bin ich zu faul. Es wurde auch überlegt, die Grundschule bis zur 6. Klasse zu verlängern. Das wurde in manchen Bundesländern schon umgesetzt. Wie findest du das? Ich finde es sehr gut, weil die Schüler dann von der 1. bis zur 6. Klasse so ziemlich zusammen sind und erst später lernen müssen, auseinanderzugehen und sich mit anderen zusammenzufinden. Findest du, dass es auch ein Argument ist, dass die Schüler mehr Zeit haben zu entscheiden, ob sie aufs Gymnasium gehen oder nicht? Ja, ich würde denken, das ist ein gutes Argument dafür. Kommen wir zur ersten Frage. Es wurde ja immer wieder das Thema Ganztagsschule diskutiert. Was ist deine Meinung dazu? Ich finde die ganze Schule eigentlich nicht so gut. Da hat man nicht so die Möglichkeiten für die Hausaufgaben. Und zu Hause hat man viel bessere Möglichkeiten, die Hausaufgaben zu machen und größere Projekte zu machen. Und man kann sich die Zeit nicht selbst einteilen und man hat natürlich dann auch nicht so viel Freizeit. Das heißt größtenteils fehlende Freizeit und natürlich auch nicht mehr so eine schöne Tagesplanung. Dann gab es natürlich auch immer wieder die Debatte, soll man Hausaufgaben abschaffen? Was ist deine Meinung dazu? Hausaufgaben, so finde ich, man sollte abschaffen. Aber Projekte zu Hause machen ist natürlich viel besser als so in der Schule, weil da kann man nicht so viel machen. Außerdem sagen verschiedene Parteien hin und wieder, die Grundschule sollte bis zur 6. Klasse gehen. Ist dir das egal oder was würdest du dazu sagen? Meine Grundschule geht, glaube ich, sogar bis zur 6. Klasse, weil ich bin in anderer Schule. Aber ich finde das eigentlich ziemlich gut, weil wenn man so früh in so eine schwere Umgebung kommt, dann ist man vielleicht schlechter.